Ja, und sich dann da eben auch einfach also echt schwere Geburt. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt die Ka oh, oh. Die ist jetzt aber blöd getrackt. Wie mache ich? Also das ist jetzt gerade so ein Moment. Das ist meine Einkaufsliste. Ach Mann! Ich darf niemandem erzählen, wie lange ich gebraucht habe, um dieses kurze Video aufzunehmen. Das ist schon wieder nicht getrackt. Nimm mich jetzt wahr. Fokussiere mich. Da willst du mich verarschen? Und damit herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video. Nach einer wirklichen Tortur des versuchten Aufnehmens habe ich es endlich geschafft. Ich bin nämlich gerade unterwegs und ich habe mir extra, was heißt extra? Ich hatte schon länger diesen Osmo Gimbal, wie das Teil auch immer heißt. Ich nenne ihn immer Stabilisator, in dem man die GoPro einspannen kann oder eben das Handy. Habe ich mir besorgt gehabt, schon vor einem Jahr oder sowas, und dachte mir einfach, ich benutze das Ganze jetzt mal, um vielleicht ein paar Videos für unterwegs aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt. Also ich finde das ziemlich cool. Ist wirklich keine bezahlte Werbung. Wäre geil, wenn das so wäre, aber ich muss euch einfach ganz klar sagen, dass ich das Teil ziemlich chillig finde, weil gut, kommen wir einfach mal zum Thema. Das ist einfach nur ein ganz kurzes Infovideo. Ich habe mir nämlich ein paar Notizen gemacht und dachte mir, wir müssen mal über ein, zwei Sachen sprechen, über die ich auch mit euch reden will. Was natürlich Sinn macht, da ich mit euch. Es ist auch, heute ist echt ein sehr wirrer Tag. Aber eben bei Sonne auch noch draußen, jetzt auf einmal regnet es wie aus Schwürmen und ich krieg's nicht mehr richtig hin zu reden. Das ist schon. Das Wetter macht mir definitiv zu schaffen. So, wir fangen jetzt erstmal ganz kurz an mit einem Thema, das ich mir schon länger überlegt habe, nämlich mit diesem Kanal. Mein Kanal befasst sich ja immer effektiver und immer auffälliger mit dem Thema Kaijus, sei es Godzilla, sei es Kong, sei es Godzilla vs. Kong oder eben auch in Zukunft Pacific Rim. Ich werde jetzt eben nämlich auch einiges zur Animationsserie Pacific Rim rausbringen. Ich werde mir die ganzen Godzilla-Filme anschauen, da bin ich ja immer noch dabei. Werde die nach und nach eben dann noch hochladen, damit euch noch besprechen. Also das Thema Godzilla, Kong und Kaijus ist schon sehr zentral auf diesem Kanal. Deswegen habe ich mir überlegt, dass der Name Game Incense wenig Sinn macht. So. Es wird hier einfach nicht mehr wirklich um das Thema Spiele gehen. Ich habe mir da echt lange Gedanken drüber gemacht und ich muss aber auch sagen, mich stört das nicht unbedingt. Ich kann auch gerne mal für mich alleine zocken. Und außerdem habe ich ja noch meinen Kollegen, den lieben Duplo Games, den ich jetzt hier oben mal verlinken werde in der Infocard. Auf jeden Fall mal vorbeischauen, gerne noch abonnieren. Weil er macht wirklich coole Gaming-Sachen. Das heißt, er macht nicht einfach nur Let's Plays, sondern er hat zum Beispiel eine Crash Bandicoot Liegestütz-Challenge, bei der ihr jedes Mal Liegestütze machen müsst oder machen sollt, wenn er stirbt. Er macht sogar selber quasi live vor der Kamera mit. Und bei seinem Talent, dieses Spiel zu spielen, seht ihr, wenn er damit durch ist, aus wie Dwayne Rock Johnson. Das ist jetzt kein Hate, aber Duplo, du weißt, dass es so ist. Ne? Muss man auch schon Realist sein. Auf jeden Fall mal draufklicken, gerne auch abonnieren. Wie gesagt, was Gaming angeht, ich schätze mal, das wird sich dann alles mehr auf Duplo Games dann fixieren. Ich möchte mich jetzt hier im Fokus auf Godzilla und Kong konzentrieren und generell auf das ganze Kaiju-Verse. Ich jetzt einfach mal Kaiju-Verse, weil ich möchte Pacific Rim da auch mit einschließen, weil ich mag das tatsächlich, das ganze Franchise. Auch wenn Pacific Rim 2 jetzt nicht der Oberburner war. Gut, das war jetzt eben dann der erste Punkt. Wie das Ganze jetzt genau aufgebaut wird, darüber werde ich dann gleich noch mit euch sprechen. Aber auch was das ganze Game-Technische angeht, wird auf dem Kanal nichts mehr wirklich passieren, außer eben, wenn es wirklich um Videospiele geht, dann geht es eben um Spiele aus dem Godzilla-Universum, aus dem Kong-Universum, vielleicht auch mal ein Jurassic Park-Spiel, wo wir dann aber über das Thema Godzilla oder Kong sprechen. Das heißt, das Thema Godzilla und Kong wird schon sehr präsent jetzt sein.
es wird nicht komplett nur um das eine gehen. Das heißt, ich will auch bestimmte Themen nicht an mir vorbeiziehen lassen, wie zum Beispiel Jurassic World 3 oder eben auch Matrix 4. Das wird auch noch mit aufgenommen, aber trotz allem haben wir jetzt quasi, also ich möchte dieses Grundgerüst aufbauen, Godzilla und Kong, Kaijuverse, wie ich es eben so liebevoll nenne. Und aus diesem Kaijuverse können dann eben kleine Abzweigungen mal kommen. Das ist auf jeden Fall erstmal jetzt der Plan. Dazu komme ich jetzt eben auch dann schon mal ganz kurz zu meinem Gewinnspiel. Ich habe ja in meinem vorherigen Video angekündigt, dass ich in dieser Premiere hier das Gewinnspiel jetzt endlich mal raushauen will. Zu verlosen gibt es eben einmal dieses Brotbrett hier. Ich hoffe, ich kann es jetzt auch mal hier einblenden. Wie gesagt, ich bin unterwegs, habe jetzt hier nichts dabei. Einmal dieses Brotblatt hier, dieses Brotblatt. Gott, wie schlecht. Einmal dieses Brotbrettchen hier aus dem Godzilla-Universum. Dann gibt es noch einmal das Geschirrtuch hier und ich wiederhole es tausendmal. Das Geschirrtuch gehört eigentlich in einen Rahmen irgendwo an die Tür oder an die Wand. Könnt ihr benutzen, wie ihr es eben wollt. Und dann eben noch diese selbstgemalte Zeichnung von Godzilla auf einer Pergament, also auf einem Pergamentpapier. Auf jeden Fall sehr cool. Und das Ganze wird dann eben an euch jetzt rausgehen. Ich werde jetzt hier allerdings nicht Preis 1, Preis 2, Preis 3 irgendwie groß benennen oder betiteln. Ich mache das Ganze einfach so. Der erste Gewinner, also der Gewinner des ersten Platzes, darf sich aus allen drei Artikeln eine Sache aussuchen. Der zweite Platz dann eben logischerweise aus den beiden Überresten der Artikel und der dritte Platz muss dann eben mit dem klarkommen, was zum Schluss übrig ist. Ich denke mal, das macht irgendwie am meisten Sinn, weil jetzt die Zeichnung auf Platz 1 zu setzen, wäre irgendwie Quatsch, weil am Ende sagt dann Platz 1, ich will die Zeichnung gar nicht haben und dann habt ihr einfach als Gewinner wirklich die Chance, euch selber zu überlegen, was ihr denn jetzt gewinnen möchtet. Das Gewinnspiel, dazu komme ich dann eben gleich nochmal zurück. Zu einer aktuellen Situation noch. Ich wurde jetzt öfter mal darauf hingewiesen, dass ich am Anfang von meinen Videos ja eure Kommentare öfter in meine Videos eingebunden habe. Und das ist richtig. Ich möchte euch darauf aber einfach nur nochmal hinweisen. Ich kann von euch nur Kommentare in meine Videos und in Zukunft auch in Livestreams einbinden, wenn ihr mir wirklich Quellen angebt. Ich habe es jetzt schon wirklich tausendmal gesagt, ich meine es auch echt nicht böse, aber ohne Quellen kann ich nicht einfach irgendwie sagen, anonymer Username 738 behauptet einfach mal, Godzilla vs. Kong geht 5 Stunden lang. Da habe ich keine Quelle dann eben mit dazu. Ja, sogar ich habe ja in meinem letzten Video, wo ich eine dreistündige Laufzeit des Films angegeben habe, die auch falsch war. Sogar von der falschen Information habe ich eine Quelle angegeben, dass ihr sogar nachvollziehen könnt, warum ich diesen Mist erzählt habe. Der Film geht keine 3 Stunden. Deswegen sind Quellen für mich einfach nur wichtig. Ich kann auch wenig in Videos einbauen, wenn jemand zu mir sagt, ey, ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist so. Da kann man darauf diskutieren, das ist richtig. Das kann ich machen. Wenn ich aber jetzt Kommentare bekomme wie Godzilla kämpft nicht mit Kong gegen Mechagodzilla, das ist ein Fakt. Darauf kann ich nicht eingehen. Weder in Videos noch sonst so. Wenn du mir erzählst, es ist ein Fakt, dann musst du mir auch wirklich eine Quelle dafür nennen. Ich kann nur auf Quellen reagieren. Ansonsten erzähle ich halt wirklich, naja, einfach, was ihr mir jetzt erzählt. Und das, ich kann nicht einfach sagen, ey, anonymer User 569 meint halt einfach mal, in Godzilla vs. Kong kommt Spider-Man vor oder irgendwas. Wenn ihr dafür eine Quelle habt, bringe ich das Ganze gerne mit rein. So viel nur mal dazu, weil das jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert wurde. Ich bringe eure Kommentare wirklich ein, wenn ich kann. Ich bin euch auch dankbar für alle Informationen. Ich nehme mir das auch alles wirklich dann zur Brust. Und ihr müsst jetzt auch nicht unbedingt dann genau eine Quelle angeben. Es reicht auch zum Beispiel Jason 666 Voorhees schickt mir ab und zu mal ein paar Daten dann zu, da kam der Film raus, da kam der Film raus. Das reicht mir ja auch schon, da kann ich einfach dann nachgucken, okay, einfach mal danach googeln und dann weiß ich, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Aber ich kann jetzt keine ewig lange Recherche darüber machen, ob es irgendwo mal einen Anhaltspunkt gegeben hätte. Das ist kein Teamkampf von Godzilla versus und Kong gegen Mechagodzilla gegeben hat. Das geht eben einfach nicht. Also da kannst du mir auch erzählen, was du willst. Einen Fakt zu dem Thema gibt es einfach nicht. Und da bitte einfach immer mal aufpassen, wenn ihr eure eigene Meinung als Fakt verkauft, einfach mal eine Quelle angeben, dann kann ich darauf eingehen. So, das war's jetzt eben dann damit.
Dann nochmal eine andere Sache, Godzilla vs. Kong wurde verschoben, haben wir alle mitbekommen, ist ziemlich kacke. Aber ich möchte in dem Video mal hier über einen kleinen Hoffnungsschimmer sprechen, den wir alle immer noch haben sollten. Denn ich habe mir mal auf der Seite von Filmstarts das Ganze durchgelesen. Und zwar ist es so, dass diese Hiobsbotschaft, das alles wurde gecancelt, ist nicht so, wie das teilweise wohl rübergekommen ist. Ich muss das, glaube ich, gerade mal ein bisschen erklären, wie die Umstände in den USA sind. In den USA ist das nämlich so, dass von Anfang an beschlossen wurde, dass sämtliche Filme von Warner Brothers sowohl auf HBO Max laufen, als auch im Kino kommen. Ja, das heißt, du selber hättest dann eben die Wahl, als US-Amerikaner dir zu überlegen, okay, will ich den Film im Kino jetzt sehen oder eben nicht. Jetzt sind die Kinos aber komplett rausgeflogen. Das heißt, in den USA wandert Godzilla vs. Kong direkt zu HBO Max. Wir haben kein HBO Max. Das ist vollkommen richtig. Allerdings, was ich vorher nicht wusste, ist, dass HBO Max oder HBO generell und Sky eine wirklich feste Partnerschaft miteinander haben. Und deswegen verstehe ich nicht, warum nicht einfach von vornherein klar ist, dass der Film sofort auf Sky rausgeballert wird. Wenn da so eine Partnerschaft besteht, wie gesagt, alle Quellen kommen wieder eben unten rein in die Beschreibung, dann verstehe ich nicht, warum man nicht einfach sagt, okay, eben keine Kinos. Ich dachte sogar, dass in Deutschland die Option, dass es in den Kinos kommt, sowieso nur ein kleiner Bonus gewesen wäre. Ich dachte nicht, dass das jetzt wirklich ein Grund ist, weil tatsächlich ist das allen Anschein nach der Grund, warum der Film hier komplett verschoben wird, weil in Deutschland der Film versucht, ins Kino zu kriegen. Das ist angeblich der Grund, warum der Film hier komplett aus dem Programm genommen wurde. Der Film soll nicht zuerst auf den Streaming-Anbietern kommen und danach erst im Kino oder eben gar nicht im Kino. Das ist der einzige Grund, und das finde ich persönlich schon eine ziemliche Sauerei. Also ich bin der Meinung, wir haben das schon mit vielen Filmen gemacht. Ich meine, allein Disney Plus bringt jetzt immer mehr Filme raus, die sofort auf Disney Plus laufen und eben nicht im Kino. Das kann funktionieren und ich bin mir sicher, dass ich zumindest als Sky-Abonnent würde sogar sagen, ey, ich zahle nochmal extra für so einen Film. Einfach nur, damit irgendwie die Kinolandschaft ein bisschen unterstützt wird. Wahrscheinlich unterstütze ich dann damit sowieso aber nur Sky. Aber ich würde sogar sagen, okay, ich akzeptiere das und zahle eben nochmal extra für so einen Kinofilm. Er soll jetzt aber einfach hier gar nicht auftauchen erstmal. Und auf Filmstarts wurde dann eben geschrieben, dass es wohl noch Verhandlungen gibt oder eben noch nicht ganz sicher ist, ob der Film bei uns bei Sky rauskommt. Was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass Wonder Woman 1984, was glaube ich, auch von Warner Brothers ist. Und der kam ja sofort auf Sky raus. Warum klappt das da und warum klappt es bei Godzilla vs. Kong nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich will einfach nur ganz klar sagen, hier mit dem Video auch, wir dürfen die Hoffnung echt nicht aufgeben, weil ihr müsst euch immer überlegen, dass dieses Canceln des Films kam aus dem Nichts an. Aus dem Nichts heraus hieß es, der Film kommt gar nicht. Also für bestimmte Zeit erstmal gar nicht. Genauso aus dem Nichts kann aber jetzt ein Deal zwischen den beiden Partnern HBO und Sky entstehen, dass sie eben sagen, okay, der Film kommt. Am 25. müssen wir sehr viel Glück haben, am 25. März, aber spätestens im April kommt er definitiv raus. Das kann aus dem Nichts herauskommen, vielleicht sagen sie sogar morgen schon, ey, der Film kommt jetzt doch am 25., nur eben dann auf Sky. Im Kino wird er hier gar nicht laufen und wenn, wird er nach dem Streaming-Release laufen und ich werde mir trotzdem nochmal im Kino angucken. Einfach, weil das ein Film ist, der ganz genau unter Beweis stellt, dass Kino noch eine Daseinsberechtigung hat. Und gerade für so Filme ist Kino einfach gemacht. Deswegen werde ich mir den Film hier angucken, wenn er kommt, und im Kino auch nochmal anschauen. Wie gesagt, einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Genauso schnell, wie es eben hieß, der Film ist gecancelt, kann es auch jetzt wieder heißen, der Film kommt doch noch bei uns auf Sky. Des Weiteren habe ich jetzt hier noch ein kleines weiteres Bild von euch, ein Reveal quasi vom Set. Achtung, kurze Spoilerwarnung und jetzt haben wir halt hier dann den Rücken von Mechagodzilla. Ja, du, es gab da echt Leute, die da wirklich ausgerastet sind und da Spekulationen. Ich finde es jetzt gar nicht so spektakulär, weil wir ihn immer noch nicht von vorne sehen. Es sind dann nur in irgendeiner Raubkopie ähnlichen Auflösung von hinten sehen.
Ist auf jeden Fall cool, ist jetzt aber, glaube ich, kein großer Diskussionsbedarf. So, dann kommen wir jetzt eben noch zum letzten Punkt, eben zur Verlosung. Und ihr könnt sowohl jetzt hier im Live-Chat eben dran teilnehmen, das heißt in der Premiere jetzt eben live dran teilnehmen. Ihr könnt aber auch noch bis morgen an den Kommentaren dann dran teilnehmen. So, also wenn ich jetzt hier in der Live-Premiere, ich muss mir wirklich merken, wie ich Dinge erkläre. Wenn ich es jetzt hier nicht schaffe, in der Premiere die drei Gewinner auszulosen, dann machen wir das Ganze auch noch bis morgen. Dann könnt ihr auch in den Kommentaren weiter daran friemeln. Sollte das Ganze aber jetzt hier relativ zügig sollte das Ganze jetzt aber eigentlich relativ gut funktionieren mit der Premiere, werde ich alle drei Artikel jetzt sofort verlosen. Es geht nämlich jetzt um folgende Aufgabe. Der erste Platz hat mitunter auch die schwerste Aufgabe und jetzt wirklich genau zuhören. Ich habe mich jetzt ja wirklich dafür entschieden, den Kanal vom Gaming mehr wegzulenken, nahezu komplett eben, bis auf, wie gesagt, Godzilla-Content. Ich möchte das Ganze in Richtung Godzilla als Hauptstamm bewegen, also Godzilla, Kong, Kaiju, blablabla, Pacific Rim. Möchte trotz allem aber auch andere Reactions und Filmbesprechungen nicht unbedingt auslassen. Jetzt dann eben der Punkt. Ich brauche einen neuen Kanalnamen. Und das heißt wirklich, ich weiß, dass ich dann einiges ändern muss. Instagram-Name muss geändert werden, das Intro wird komplett geändert. Da ich jetzt kein After Effects mehr zu Hause habe, da wird das Intro erstmal ein bisschen simpler ausfallen. Ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, im Mittelpunkt soll immer noch Godzilla und Kong und Kaiju stehen, aber es soll einfach jetzt kein Name sein wie Godzilla Reactions oder Kong Reactions. Das würde zu stark darauf hindeuten, dass ich 100% nur Godzilla und Kong mache. Das soll es ja eben nicht ganz genau sein. Ich möchte ja Jurassic World auch mitnehmen. Ich möchte zukünftige Filme, die ich vielleicht noch gar nicht vorhersagen kann, auch vielleicht mit reinnehmen. Irgendwas in Richtung Kaiju Reactions oder so. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Dass man da so einen schönen Namen einfach dann da draus macht. Das Logo habe ich dann, glaube ich, sogar schon parat, das dann geändert wird. Und der erste Platz ist dann eben ganz klar der Platz, der mir den Namen nennt, bei dem ich dann eben sage, alles klar, der Kanal heißt so. Das ist jetzt der Kanal, der Kanalname. Du bist dann der erste Platz, du darfst dir dann einen von den drei Artikeln aussuchen. Und die anderen beiden Plätze haben dann vor allem, die Aufgabe, ich würde einfach sagen, ich küre selber dann die drei besten Plätze quasi, dass ich eben sage, okay, der Name gefällt mir am besten, dann der. Das werden dann die drei Plätze sein. Ist jetzt ein bisschen unkreativ, aber ich habe das Gewinnspiel jetzt schon so lange angekündigt, das muss langsam echt mal raus. Zumal ich ja auch bei Justice League schon das nächste Gewinnspiel parat habe, auch da könnt ihr wieder was Cooles gewinnen, obwohl es dann da nur einen einzigen Gewinner geben wird. Aber deswegen muss erstmal jetzt das Godzilla Gewinnspiel raus. Ich habe außerdem auch versprochen, dass ich erstmal ab jedem 100. Abonnenten quasi, also bei 100, dann bei 200 wieder ein Gewinnspiel raushaue. Jetzt habe ich ja schon fast die 300 dann geknackt. Das heißt, ich bin jetzt wirklich echt hinterher. Mit dem Godzilla-Gewinnspiel habe ich das erste dann draußen. Wenn der Justice League-Film im Kino kommt, oder Quatsch, im Kino, bei uns auf Sky kommt, kommt dann eben das zweite Gewinnspiel dann bei raus. Und sobald ich dann eben die 300 geknackt haben sollte, jemals, wie auch immer, wird dann eben das dritte Gewinnspiel dabei entstehen. So, dann noch ganz kurz eine Livestream-Ankündigung. Ich habe ja erst gesagt, dass ich Livestreams dann doch auf Twitch machen will. Habe mich da jetzt mal ein bisschen informiert und habe dann gesagt, nee, ich mache das komplett auf YouTube, meine ganzen Livestreams. Ich werde Livestreams komplett immer nur im Rahmen von aktuellen Themen eben dann machen. Das heißt, ihr werdet nicht erleben, dass ich jetzt nebenbei Call of Duty zock, während ich über Godzilla rede, sondern ich werde mir dann schon bestimmte Spiele vornehmen. Vielleicht wird es auch mal ein Jurassic Park Spiel, Jurassic World Spiel sein, aber auch Godzilla Spiele vornehmen, die ich dann mit euch in Livestreams quasi reinpacke, die wir dann zusammen mal besprechen können. Ich habe mir schon überlegt, einen Livestream zu machen über sämtliche Godzilla-Games, die ich irgendwie auftreiben kann. Und das sind jetzt schon wirklich sehr, sehr viele, quasi, dass wir anfangen mit dem allerersten Godzilla-Spiel. Das war, glaube ich, damals für den Gameboy. Und uns dann in mehreren Livestreams vorarbeiten zu aktuellen Spielen. Dazu fehlt mir leider noch das aktuellste Godzilla-Spiel. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ich weiß nur, dass es irgendwie online für teilweise 400 Euro gehandelt wird. Und das ist mir doch ein bisschen viel. Die günstigste Variante, die ich von dem Spiel gefunden habe, war auf Japanisch.
und für 120 Euro. Und dafür, dass ich dann das Spiel nicht mal auf Englisch umstellen könnte und mich dann durch die japanischen Zeichen durchwuseln müsste, ist mir das echt zu viel Geld. Aber ansonsten kann man das ganz gerne machen, es wird eben dann auch kommen. Wie gesagt, die Flagge, ich habe sie jetzt nicht hier, die imaginäre Flagge Kaiju wedel ich jetzt hier mit. Und der Kanal wird auf jetzt offiziell im Zeichen der Monster stehen. Und ich denke mal, das ist dann auch okay für euch. Und jetzt brauchen wir nur noch eben einen schönen Namen für den Kanal. Und dann kann die ganze Sache auch starten. So, das war's auch schon mit dem kleinen Video jetzt hier. Ich hoffe, es war in Ordnung jetzt hier mit dem Handy und mit dem Osmo Gamble da das alles aufzunehmen. Wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, ist es einfach eine Option für mich. Ich wünsche euch dennoch einen schönen Tag und bleibt gesund. Wir sehen uns.